Tobi, der ist cool, hey, ziemlich groovy. Der, der ständig rennt, der, der niemals pennt, der auch manchmal flint und der tausend Leute kennt. Das ist Tobi, Checker Tobi, Checker Tobi! Hi Leute, wie ihr seht, ich bin als Clown verkleidet. Hinter mir läuft gerade eine Zirkusvorstellung, eine echte. Und ich darf da mitmachen als Clown. Ich bin gleich dran, ich bin saumäßig aufgeregt. Ich habe so Schiss, dass ich es verbocke. Drückt mir die Daumen. Ob mein Auftritt klappt, seht ihr in der Sendung. Heute geht's um Zirkus. Menschen, Tiere, Sensationen. Der Zirkus ist eine aufregende Welt. Schon die alten Ägypter bestaunten vor über 3000 Jahren jonglierende Artisten. Im Laufe der Jahrhunderte entwickelte sich dann der Zirkus, wie wir ihn heute kennen. Dort konnten die Menschen exotische Tiere sehen und aufregende Dinge erleben, die es sonst nirgends zu sehen gab. Denn Fernsehen und Internet waren ja noch nicht erfunden. Auch heute gibt es in einem Zirkus noch Artisten, Clowns und oft auch wilde und nicht ganz so wilde Tiere. Ich check heute, wie man sich in einen Clown verwandelt, guck mir an, wie die Tiere im Zirkus leben. Und ich traue mich sogar in einen Löwenkäfig. Außerdem finde ich raus, wie man Artist wird. Und ich darf als Clown in einer Zirkusvorstellung mitmachen. Also, Manege frei, hier kommt der Zirkuscheck. Und jetzt die Checkerfragen. Wer ist der dumme August? Warum gehorcht ein Löwe? Und wie wird man Artist? Das check ich für euch. Los geht's im Zirkus Krone in München, einem der berühmtesten Zirkusse Europas. Der ist auch deshalb was Besonderes, weil er im Winter ein festes Quartier in der Stadt hat. Im Sommer reist der Zirkus von Ort zu Ort, so wie die meisten Zirkusse. Den Zirkus Krone gibt's schon seit dem Jahr 1905. Und das sind Clown Tonito und sein Hund Elvis. Mit Tonito bin ich gleich verabredet. Wie die meisten Zirkuskünstler wohnt Tonito in einem Wohnwagen. Der steht gleich neben dem Zirkusgebäude. Da wohnt er. Komm mit. Tonito? Jawohl. Hallo Tonito. Hallo Tobi. Wie geht's dir? Gut, und selbst? Auch. Hier wohnst du, oder? Oh. Alter, was ist passiert? Ist dir wehgetan? Nein. Das war ein Witz. Ja, natürlich. Aber du hast dich erschrocken. Ich habe mich erschrocken, ja. Ich habe nicht damit gerechnet, dass du direkt Clown bist. Ich dachte, das bist du in der Manege. Wie lange bist denn du eigentlich schon Clown? Mein ganzes Leben. Also ich bin die fünfte Generation Clown. Mein Ur-Urgroßvater war Clown. Mein Urgroßvater war Clown. Mein Großvater war Clown. Mein Vater ist Clown. Und du bist Clown. Und ich tue auch nichts. Das ist ja verrückt. Echt, du bist der fünfte in eurer Familie, der Clown wurde? Ja. Okay, aber wenn man jetzt nicht wie du in so eine Clown-Familie reingeboren wird, kann man das lernen? Ich meine, beibringen, ich könnte dir natürlich, könnte ich dir ein paar Sachen beibringen, also, aber ob du komisch bist. Das finden wir heute raus. Das finden wir heute, komm, das raus. Finden wir heute raus. Du zeigst mir, wie man Clown ist, okay, oder wie, was ich machen muss, um Clown zu sein. Mhm. Und dann gucken wir mal, ob ich das Zeug dazu habe oder nicht. Okay. Das machen wir so. Wo machen wir das? In meiner Garderobe am besten fangen wir an. Drüben im Zirkus. Genau. Geh mal. Geh mal los. Tonitos Garderobe befindet sich drüben im Zirkusgebäude. Und da verwandelt er uns beide gleich in Clowns. Hallo, meine Jungs. Ja. Hallo. Hallo. Also das sind meine Hunde. Aha. Boah, mein Junge. Das ist der Elvis. Und das ist der Gizmo. Gizmo, komm mal her, mein Junge. Gizmo ist ängstlich. Sind das deine Haustiere, oder? Ja, ja. Und das hier ist wahrscheinlich einfach deine Garderobe, oder? Ja, das ist meine Garderobe. Also hier sind meine ganzen Kostüme. Ja. Hier sind die ganzen Sachen. Da unten sind meine Instrumente, meine Schminke. Schminke ist schon super wichtig, oder? So als Clown. Ja, ja, Schminke natürlich. Also gerade in der Manege, da so viel grelles Licht ist. Mhm. Und jetzt gerade schminke ich mich in der Rolle des dummen August. Der dumme August? Ja. Das war doch eine Checkerfrage. Wer ist der dumme August? August ist derjenige mit den großen Schuhen, mit der roten Nase. Der dumme August, genau, sagt man, ne? Der ist ein bisschen tollpatschig. Genau. Der dumme August ist also ein bestimmter Typ Clown. Wegen seiner roten Nase heißt er auch Rotclown. In der Manege passieren ihm dauernd Missgeschicke. Der dumme August tritt oft zusammen mit einem Weißclown auf. Der spielt meistens eine eher ernste Rolle. In der Manege ist der Weißclown dann der Chef
und der dumme August sein ungeschickter Gehilfe. Die Figur des tollpatschigen Clowns gibt es schon seit vielen Jahrhunderten. Im Mittelalter, also vor rund 800 Jahren, gab es zum Beispiel schon Hofnarren, die Leute zum Lachen brachten. So Leute, Tonito ist fertig geschminkt und verwandelt jetzt auch mich in einen dummen August. Du schaust aus wie ein Clown. Augen auf, ja? Ja, darfst du. Wow! Mega cool. Hallo, ich bin ein Clown. Fertig! Ich bin Clown Tonito. Und ich bin Clown Tobito. Und jetzt gehen wir in die Manege. Hopp, geh mal. Ich erkläre dir jetzt, was wir machen ungefähr. Ja. Und dann probieren wir das direkt. Okay. Also, ich will dann anfangen zu jonglieren. Aha. Und du gehst hin, nimmst meinen Hut und schmeißt ihn da auf den Boden. Wenn ich mich bücken will, den Hut holen, ja, machst du das Geräusch mit dem Ballon. Ja. Liebe Leute, jetzt zeige ich euch Jonglage. Man kann mit all... Oh. Achtung, jetzt mache ich gleich das Geräusch mit dem Ballon. Schmeißt er mir hier meinen Hut runter. Das sollte nicht passieren, Tobi. Ich hab den ganzen Eck kaputt gemacht. Also nochmal von vorn. Ihr merkt schon, Timing ist bei so einer Nummer super wichtig. Außerdem sollte man als Clown alle Bewegungen und Gesichtsausdrücke übertreiben. Und durch die viele Schminke können auch die Zuschauer in der hintersten Reihe noch gut erkennen, ob ein Clown gerade lacht oder eher grimmig guckt. Ballon her. Okay. Der dumme August ist ein tollpatschiger Clown mit einer roten Nase. Oft spielt er den Gehilfen des Weißclowns. Gecheckt. Guck mal, Leute, ich kann jonglieren. Ich hab doch gesagt, ihr sollt da Bälle reinmalen. Ich kann das doch eigentlich gar nicht. Danke. Nicht schlecht, oder? Jetzt erstmal eine Frage an euch. Was ist Äquilibristik? A. Wenn Tiere durch einen Reifen springen oder B. Die Kunst der Artisten, ihr Gleichgewicht zu halten? Checkt mal, ob ihr die Antwort in der Sendung entdeckt. Die Lösung gibt's zum Schluss. In vielen Zirkussen gibt es nicht nur Artisten und Clowns, sondern auch Tiere. Die Tiere des Zirkus Krone leben in München in einem eigenen kleinen Zoo mitten in der Stadt. Da wohnen zum Beispiel Lamas, Zebras, Kamele und vor allem die Könige der Tiere, die Löwen. 30 gibt es davon im Zirkus Krone. Und das hier ist ihr Trainer Martin. Der ist einer der besten Löwentrainer der Welt und kommt aus England. Grüß dich. Grüß dich. Alles gut? Gut, danke schön. Sind das deine Tiere, oder? Ja, es sind meine Babys. Babys ist ein harmloses Wort für so Raubtiere eigentlich. Ja, aber es ist so. Es sind meine Babys. Ist natürlich, ich respektiere sie. Der ist Löwen. Ja. Das ist ein ganz gefährliches Tier. Ja, eben. Aber trotzdem, ich kenne sie so gut. Ich weiß genau, sie haben Kopfschmerzen, Bauchschmerzen. Ich weiß genau, der ist heute, haben keine Lust. Ehrlich? Ich kenne sie so gut. Es sind ja trotzdem Raubtiere. Ja. Ist dir schon mal irgendwas passiert in der jahrelangen Arbeit? Also, ich war nie attackiert bei einem Löwen. Wenn ich war attackiert, ich habe keine Chance. Es geht nicht über wie stark. Ich verloren sofort. Ja. Aber ich habe eine kleine Kritze an meiner Hand. Ich arbeite sehr nah zu dem Tier. Ja, ja, es ist normal, aber attackiert nie. Okay, hallo. Jetzt würde ich ja gerne mal sehen, wie es aussieht, wenn du mit denen in der Manege bist. Gerne, machen wir. Darf ich mitkommen? Ja, komm. Ja, top. So. In der Manege treffen die Mitarbeiter gerade noch die letzten Sicherheitsvorkehrungen. Denn Löwen können ziemlich gefährlich werden. So, Martin lässt jetzt die Löwen rein in diesem Moment. Ich warte lieber hier draußen. Oh, da kommen sie. Boah. Hallo. Krass. Martin, sind das jetzt alles Jungs oder Mädels oder gemischt? Mädels, ja, alle Mädels. Alles Mädchen? Ja. Und kannst du die alle auseinanderhalten und weißt, wie sie heißen? Ja, doch. Da alle haben eine Karte, da alle haben einen Namen. Wer ist hier direkt vor mir? Sie? Sylvie. Sylvie. Sylvie, Elsa und Naomi. Sit, sit, sit. Good girl. Martin trainiert mit seinen Löwen jeden Tag. Gerade sagt er ihnen auf Englisch, dass sie sich auf die Hocker setzen sollen. Und die gehorchen alle. Wahnsinn. Aber warum eigentlich? Checkerfrage. Warum gehorcht ein Löwe? Good girl, brav. Sit. Martin, sag mal, wie machst du das, dass die Löwen wie so Haustiere hören auf die Kommandos, die du hast? Weil, ich meine, es sind immer noch gefährliche Raubtiere eigentlich. Absolut, absolut.
Ganz, ganz wichtig ist viel, viel Zeit, Geduld und Belohnung. Belohnung ist Fleisch für einen Löwen. Aha. Und es springt Löwen. Also Beispiel, wow, wow, das ist wie ein Löwen springt, ein Tiger springt so. Der versteht das nicht. Und ganz wichtig ist, der dürfen keine Angst. Guck mal jetzt. Der mag nicht so ja. von der Stock, siehst du? Weil der folgt dem Stock. Das sitzt hoch, das ist runter, ja. links und rechts. Der dürfen keine Angst. Okay. Es ist sehr gefährlich, wenn ein Löwen haben Angst. Okay. Für mich. Martin zeigt mir jetzt, wie er Löwin Ruthie das Springen beibringt. Mit einem Stück Fleisch lockt er sie auf den ersten Hocker und führt sie dann mit einem zweiten Stück Fleisch über den anderen. Hat Ruthie das gut gemacht, kriegt sie eine Belohnung. Und guck mal, Löwin Gracie springt sogar schon ohne Fleisch. Martin hat es einfach schon oft mit ihr trainiert. Aber jetzt geht es eine Löwin jetzt. Das haben das nicht gern. Ja. Auch mit Fleisch. Ghost, Ali, Ghost, 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 up, 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 Ghost, go, up. Der will gar nichts. Siehst du? Das ist Löwen. Es ist auch schön so. Und man muss lassen das und der will das nicht. Du machst keinen Druck. Guck mal, Leute. Löwin Cleo kuschelt sogar mit Martin. Martin kennt jeden einzelnen seiner Löwen schon seit der Geburt. Und das ist auch wichtig. Denn damit die Tiere machen, was er sagt, müssen sie ihm absolut vertrauen. Martin verbringt jeden Tag sehr viel Zeit mit seinen Löwen. Erst nach 2 Jahren täglichen Trainings können die Raubtiere in einer Vorstellung mitmachen. Dabei geht Martin auf den Charakter jedes einzelnen Tieres ein. Einen faulen Löwen zum Beispiel, der eher keine Lust hat, kann er zunächst zwingen. Das wäre gefährlich. Okay, also man merkt sofort, die Löwen kennen dich jetzt, ne? Wie wär's denn, wenn jetzt ein Fremder, zum Beispiel ich, auch mit im Käfig wäre? Wie reagieren Sie dann darauf? Also, erst einmal, ich kann sehen, mein Tier ist überhaupt kein Problem, weil er guckt sie nicht an komisch, ja? Du bleib bei mir ja. und laufen ganz normal. Nicht machen ganz kleine Laufen, so. Ja. Ganz normal laufen mit mir, okay? Okay. Dann komm ich jetzt rein. Komm rein. Dann mach ich das jetzt. Drück mir die Daumen. Okay. Ich darf? Ja, komm rein. Vielen Dank. Wie gefühlt sie jetzt? Ja, die sitzen da ja ganz nett. Hallo, Mädels. Komm mit mir. Okay. Hau. Hau, hau, hau. Nein. Oh, ho, ho. Er kennt sie nicht. Deswegen, Sie haben gesehen, er ist ein bisschen vorsichtig jetzt, weil er kennt sie nicht. Ja. Das ist Toby, der andere komische Löwen, okay? Hallo, ich bin Toby. Ich bin der komische Löwen, das lasst sie rein. Guck mal, der ist nicht ganz sicher. Ja. Aber ich bin dabei, das heißt, dann ist alles okay. Ich war in meinem ganzen Leben noch nie so nah an wilden Tieren dran. Ja, ja, also, der schaut kleiner aus von außen, ne? Ja, ja, wenn man direkt vor denen steht, dann im Sitzen sind die so groß wie ich. Genau. Wahnsinn. Hey, das war cool, ich glaube, ich gehe wieder raus. Aber danke, dass ich mitmachen durfte, Martin, das war cool. Komm mit. Tschüss, Mädchen, Girls, bye bye. Vielen Dank. Oh Gott. Löwen gehorchen nur Menschen, denen sie vertrauen. Neue Kunststücke lernen sie mit Belohnung und durch viel Wiederholung. Gecheckt. Nicht alle Menschen finden wilde Tiere wie Löwen, Elefanten oder Nashörner im Zirkus gut. Sie sagen, dass die Tiere einfach nicht für ein Leben im Zirkus gemacht sind. Ihre Kunststücke lernen sie oft nicht freiwillig, sondern unter Druck. Und manchmal leider auch unter Gewalt. Die Gehege und Käfige im Zirkus sind außerdem oft so klein, dass die Tiere nicht genug Auslauf haben. Die Befürworter von Tieren im Zirkus sagen, ein Zirkus ohne Tiere, das ist nichts. Außerdem sagen sie, sind die Tiere sowieso meistens im Zirkus geboren, haben also nie in der Wildnis gelebt und kennen es einfach nicht anders. Und oft werden sie sogar älter als in der freien Wildbahn, weil sie regelmäßig zu fressen kriegen und immer gut umsorgt werden. Ey, Mann. Die Kritiker wiederum sagen, na, so ganz stimmt das nicht. Der Lärm, das Licht, die vielen Leute in der Manege, das ist purer Stress für die Tiere. Und das kann krank machen. Es gibt deshalb Länder, wie zum Beispiel Österreich, die wilde Tiere im Zirkus schon ganz verboten haben. Und in Griechenland dürfen überhaupt keine Tiere mehr im Zirkus auftreten. Im Sommer reist der Zirkus Krone von Stadt zu Stadt. Mit ca. 400 Mitarbeitern und 200 Tieren. Das Zelt ist fast so groß wie ein Fußballfeld. Trotzdem bauen die Arbeiter es in nur 6 Stunden auf. Die riesige Zeltstadt besteht aus vielen Wohnwägen, Tiergehegen, Werkstätten und eigener Küche. Und für die Zirkuskinder gibt es sogar ein reisendes Klassenzimmer mit eigener Lehrerin. Jetzt geht's um die Artisten. Das sind Künstler, die mit großer Körperbeherrschung waghalsige Kunststücke aufführen. Artisten reisen meistens nur ein paar Monate mit dem Zirkus mit. Oft kommen sie aus fremden Ländern und treten an vielen verschiedenen Orten auf. Ein Zirkusteam ist also immer sehr international. Ich treffe jetzt mit Tonito ein super Trampolin-Team. Sie kommen aus der Ukraine und können kein Deutsch. Deshalb sprechen wir Englisch mit ihnen.
Wer sind die, Tonito? Das ist die Truppe Nonstop. Hallo Nonstop. Hi. Come on. Mal gucken, wie ich mich so auf dem Trampolin anstelle. Hallo. Hallo. Sorry. Juri. Hallo Juri. If you want jump, you must stay in the middle. Aha. Immer in der Mitte bleiben, wenn yes. ich wüsste. Yeah. Und dann einfach hoch und runter, oder? And jump. You're really good. Yeah. Okay, Leute, was ich hier mache, ist ja noch ziemlich einfach. Aber jetzt zeigt Juri mir mal eine Übung, die sie auch vor Publikum aufführt. Nicht das Laufen vergessen! Oh Gott! At the beginning, it's very good. Danke. Really good. Er hat gesagt, für einen Anfänger bin ich ganz gut. Aber ich frage mich, wie lange man das üben muss. Oh, I think 3 years. 3 Jahre? Ja. Yeah. Das ist verrückt. 3 Jahre trainieren, um so eine Show auf die Beine zu stellen. Das geht bei dir schneller? Ja. Ich brauche 3 Minuten. Mach doch ihr noch mal ein bisschen. You just show me a little bit, I relax and watch you. Einfach Wahnsinn, wie die Artisten von Juris Truppe aufeinander abgestimmt sind. Springt auch nur einer von ihnen eine Sekunde zu früh oder zu spät, kann es saugefährlich werden. Deswegen trainieren sie jeden Tag mehrere Stunden. Juri ist schon seit seiner Kindheit professioneller Turner und ist dann zum Zirkus gegangen. Und wie man noch Artist werden kann, kläre ich in meiner letzten Checker-Frage. Wie wird man Artist? Das checke ich an der Artistenschule in Berlin. Die Schüler kommen nicht unbedingt aus Zirkusfamilien. Nach einer Aufnahmeprüfung verbringen sie 9 Jahre auf der Schule. Da lernen sie aber nicht nur Mathe und Deutsch, sondern eben auch Akrobatik. Und mit welchen Akrobatikübungen man anfängt, zeigen mir jetzt Jana und Joanna. Was sind denn jetzt die Sachen, die ihr wirklich trainiert in so einer Stunde? Also wir trainieren Trapez. Das da, ne? Ja. So eine Stange, die an 2 Seilen irgendwo oben hängt. Ja. Mhm. Dann Drahtseil. Wo man balanciert, nehme ich an. Ja. Dann Jonglage. Mit Bällen jonglieren. Ja. Okay. Und dann haben wir noch Äquilibristik. Was? Äquilibristik. Was ist Äquilibristik? Kann ich dann stehen. Äquilibristik ist die Kunst, das Gleichgewicht zu halten. Und das trainiert Joanna, indem sie auf einer Wippe einen Handstand macht. Bevor ich gleich beim Training mitmache, müssen wir uns erstmal gut aufwärmen. Ja, das geht doch schon mal ganz gut. Oder... Naja, geht so. Aua. Los geht's mit Jonglieren. Jana ist da besonders gut. Und dabei bringt sie auch wirklich nichts aus der Ruhe. Guckt mal. Ey, aber Jana, guck mal da hinten. Da ist ein 3-köpfiger Affe. Hinter dir! Okay, also ich glaube, Jonglier-Profi werde ich nicht mehr. Aber vielleicht kriege ich ja das Laufen auf dem Drahtseil hin. Mal ausprobieren. Ah, Mist. Bei den professionellen Artisten sieht das dann so aus. Verrückt, oder? Ich konnte mich nicht mal 2 Sekunden auf dem Seil halten. Und die fahren mit dem Fahrrad drüber. Eine weitere Disziplin ist das Turnen am Trapez. Und wie man das trainiert, zeigt mir Joanna. Das kann ich. Oh Gott, das ist jetzt schon so anstrengend. Ja, okay, da mache ich nicht mehr mit. Wow. Das ist mir dann auch zu hoch hier plötzlich. Heftig. Neben dem Akrobatikunterricht gibt es natürlich auch noch ganz normale Fächer, wie Mathe oder Englisch. Und weil die Schüler aus ganz Deutschland kommen, leben einige von ihnen im Internat direkt neben der Schule. Jana und Joanna teilen sich ein Zimmer. Hallo. Hier wohnt ihr, oder? Genau. Das ist also euer Internatszimmer. Ja. Mhm. Wie ist es für euch, nicht zu Hause zu wohnen, bei euren Eltern und Geschwistern und so? Irgendwann gewöhnt man sich dran. Am Anfang war es schwer, aber dann ging es. Ich telefoniere auch so gut wie jeden Tag. Mhm. Früh, Mittag und Abend. Echt? Ja.
Und Heimweh ist überhaupt nicht. Okay, das ist ja cool. Aber warum habt ihr euch entschieden, an diese Schule zu gehen? Also bei mir war es so, ich habe damals geturnt. Mhm. Und als ich dann aufgehört habe, dachte ich mir so, ja, ich muss was Neues ausprobieren. Und bei dir, Jana? Ich war auch früher Turnerin. Mhm. Und ich wollte unbedingt auf eine Sportschule gehen. Mhm. Und meine Oma hat dann diese Schule entdeckt. Mhm. Und dann habe ich deshalb mal versucht. Und jetzt finde ich es einfach nur noch fantastisch hier. Was ist denn euer großer Traum für euer Leben? Also unser Traum ist natürlich, Artist zu werden. Mhm. Cirque du Soleil auf jeden Fall. Weil dort kommen nur alle guten Artisten hin. Mhm. Und vielleicht werden wir auch große. Der Cirque du Soleil ist ein Zirkus, der nur aus Artisten besteht. Ursprünglich kommt er aus Kanada und ist mittlerweile mit mehreren Ensembles auf der ganzen Welt unterwegs. Und wer weiß, vielleicht machen Jana und Joanna da ja auch irgendwann mit. Die meisten Artisten trainieren schon seit ihrer Kindheit. Viele besuchen sogar eine spezielle Artistenschule. Gecheckt. So Leute, ich bin wieder zurück im Zirkus Krone. Gleich fängt hier eine Vorstellung an. Und das Coole dabei, vorhin habe ich mit Tonito eine kleine Nummer als Clown einstudiert. Und die darf ich jetzt mit ihm aufführen. Deswegen schnell schminken, rein ins Kostüm und dann geht's los. Es läutet schon, wir müssen los, Alter. Oh Gott, komm. Bereit? Ja, bereit, aber sau aufgeregt. Ich auch. Jetzt sind wir gleich dran. Ja. Vorher für euch noch die Antwort auf die Mitmachfrage. Ich wollte von euch wissen, was ist Äquilibristik? A, wenn Tiere durch einen Reifen springen? Oder B, die Kunst der Artisten, ihr Gleichgewicht zu halten? Na, habt ihr es vorhin gecheckt? Guckt mal. Und dann haben wir noch Äquilibristik. Was für ein Äquilibristik. Was ist Äquilibristik? Kann Stand stehen. Äquilibristik ist die Kunst der Artisten, ihr Gleichgewicht zu halten. Richtig ist also Antwort B. Und jetzt zurück zu meinem Auftritt. Tonito geht schon mal in die Manege und sagt mich an. Ist das aufregend. Checker Tobi als Clown Tonito! Applaus! Was wolltest du uns denn heute zeigen? Ach ja, du wolltest doch zaubern. Einen Ping-Pong-Ball? Im Hut. Den setzt du auf. Und jetzt? Ah, das ist die Zauberei. Au! Tobito, schau mal da! Einen Ping-Pong-Ball. Im Hut. Und was sagt ihr? Hat doch ganz gut geklappt, die Nummer, oder? Leute, ich hab's geschafft. Oh, ich bin so erleichtert. Es war mega cool. Mein erster Auftritt im Zirkus. Yeah. So, die Vorstellung ist vorbei. Zum Schluss gibt's jetzt noch mal eine ganz spezielle Zugabe. Achtung! Das war's. Ihr macht's mal gut. Bis zum nächsten Mal. Leute kennt. Das ist Tobi, Checker Tobi, Checker Tobi!